Im heutigen Video schauen wir uns die Trainingspläne in der Die Ringe App an. Ich erzähle euch ein bisschen über die Hintergründe hinter diesen Trainingsplänen und was ihr jetzt alles hier trainieren könnt. Bleibt dran! Wenn ihr die Ringe App zum ersten Mal öffnet oder den auf Coach anpassen klickt, dann erscheint hier dieser Screen und wir fragen euch nach euren Zielen. Was versteckt sich hinter den Calisthenics Skills? Hinter den Calisthenics Skills verstecken sich alle möglichen Calisthenics Skills, die ihr hier mit der Die Ringe App lernen könnt. Der Backlever, der Frontlever, der Handstand, einarmiger Klimmzug, Ringmuscle-Up, Spagat, Klimmzug, Ringdip und Skin the Cat. Das sind die Calisthenics Skills, die wir aktuell in der Die Ringe App drin haben. Wir planen schon an den nächsten Skills. Wir planen an einem Bar Muscle Up. Die Blanche kam schon oft im Feedback rein. Die Blanche auf den Parallels, die werden wir wahrscheinlich reinnehmen. Das sind so die zwei Skills, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten hier aufgenommen werden. Wenn du einen Skill hast, der noch fehlt, dann hau ihn in die Kommentare unten rein, dass wir es mitbekommen. Wir haben eine Liste und je nachdem, wie viel ein Skill hier nachgefragt wird, umso weiter rutscht er nach oben in unserer To-Do-Liste und die Skills, die ganz oben stehen, die werden dann umgesetzt. Neben den Skills gibt es auch das Ziel Muskelaufbau Unterkörper. Hierhinter verstecken sich zwei Trainingspläne, zwischen denen ihr auswählen könnt. Der erste ist das Beintraining mit dem eigenen Körpergewicht. Hier braucht ihr nichts außer einem Pfosten und Turnring. Pfosten kann ein Torpfosten sein oder kann auch eine Treppe sein, wo ihr euch festhalten könnt. Wenn ihr dieses Equipment nicht habt, dann könnt ihr diesen Plan nicht ausführen, aber ich vermute mal, dass ihr haben alle von euch, da wir heißen immer noch Die Ringe und wenn du keine Turnringe hast, dann besuch unseren Shop und hol dir ein paar unserer Turnringe. Neben dem Beintraining mit Gewichten gibt es auch das Beintraining mit den Gewichten. Hier braucht ihr mehr. Hier braucht ihr eine Langhantel, am besten auch ein Rack, also ein Rack, wo ihr die Langhantel reinmachen könnt, falls ihr Übungen wie Kniebeugen dann in eurem Trainingsplan habt. Ihr braucht eine Box. Theoretisch reicht auch hier so eine Bank, auf der ich sitze. Kurzhanteln seht ihr auch hier im Hintergrund in verschiedenen Gewichten. Auch ein Pfosten, das ist etwas, wo ihr euch festhalten könnt. Der würde theoretisch vielleicht auch eine Tür, einen Türgriff reichen und ein paar Turnringe. Wenn ihr dieses Equipment nicht zur Verfügung habt, dann empfehle ich euch nicht, mit diesem Trainingsplan zu starten. Ja, ihr besitzt die Funktion im Training. Ich zeige euch das einmal, wenn ihr euch hier eingestuft habt. Ihr besitzt diese Funktion, dass ihr dann später im Training selbst angeben könnt, ich habe gewisses Equipment nicht zur Verfügung und dann passt sich der Trainingsplan an. Ihr seht das hier, ihr könnt hier oben rechts auf die Einstellungen gehen und dann theoretisch abwählen, hey, ich habe keinen Pfosten zur Verfügung, speichert und dann passt sich das Training an. Das macht aber nicht so viel Sinn, wenn ihr das dauerhaft macht. Warum? Weil der Trainingsplan darauf ausgelegt ist, dass ihr mit dem Equipment, was euch zur Verfügung steht, auch trainiert. Wenn ihr das Beintraining mit Gewichten ausgewählt habt, aber ihr habt nie Zugriff auf eine Langhantel und ihr habt nie Kurzhanteln zur Verfügung, dann ist der Trainingsplan nicht der richtige Trainingsplan für dich. Dann solltest du lieber den Trainingsplan mit dem eigenen Körpergewicht auswählen. Von daher, wenn du mal für eine Trainingseinheit oder auch mal, wenn du mal einen Urlaub lang, eine Woche nicht oder auch zwei Wochen nicht Zugriff auf das Equipment hast, hey, kein Problem, genau dafür ist die Funktion da, aber sie ist nicht dafür gedacht, dass ihr einfach dann ein ganzes Jahr lang hier immer das Equipment auswählt. Das würde euch auch nerven, da ihr nach bei jedem Training wieder neu die Einstellungen hier dann anpassen müsstet. Gehen wir weiter, Muskelaufbau. Oberkörper, was versteckt sich hier? Hier findet ihr in der Mitte das ganz normale Ringtraining, wie wir es schon immer hatten in der App. Ihr braucht einfach nur ein paar Turnringe und ihr könnt euren gesamten Oberkörper trainieren. In diesem Trainingsplan lernt ihr eure erste Ringliegestütze, das Ringrudern, einen Skin the Cat, Sturzhang, Klimmzüge, Dips, was noch? Bogenschütze, Klimmzüge, ihr kennt sie, die ganzen Ringübungen, wo wir hier auch schon hunderte von YouTube-Videos drüber gemacht haben. Wenn ihr das wollt, dann klickt auf Ringtraining. Sonst gibt es jetzt auch neue Calisthenics. Für Calisthenics braucht ihr eine Box. Hier würde auch wieder theoretisch ein Stuhl oder hier diese Bank ausreichen.
eine hohe Klimmzugstange, so wie ihr sie hier im Hintergrund seht oder in einem Calisthenics Park zur Verfügung habt oder wie ihr sie hier auch auf dem kleinen Bildchen seht. Parallels, also zwei Liegestützgriffe, die gibt es auch bald bei uns im Shop. Ich denke, noch 1-1,5 Monaten brauchen wir eine Produktion, dann gibt es sie bei uns im Shop zu kaufen. Ihr seht hier schon mal ein kleines Sneak Peek, wie die aussehen, auch aus Holz wie unsere Turnringe. Ein Bachen, der Unterschied zwischen den Parallels ist, dass sie sehr tief sind und ein Bachen ist eben hoch, wo ihr Dips dran machen könnt und wie wäre es auch sonst, ein paar Turnringe. Das ist Calisthenics. Calisthenics ist weiterhin ein Training nur mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn ihr Bock habt, die Langhantel, die Kurzhantel oder Klimmzüge mit Gewicht zu machen, dann ist das Training Calisthenics mit Gewicht oder auch besser bekannt im Englischen als Weighted Calisthenics das Richtige für euch. Hier braucht ihr eine Langhantel, eine Bank, Kurzhanteln, eine hohe Stange, Parallels, Bachen, Turnringe, einen Gewichtsgürtel und eine Gewichtsweste. Denn hier werdet ihr schwere Dips machen, Dips mit Gewicht, Klimmzüge mit Gewicht, Schulterdrücken mit der Langhantel, Bankdrücken mit der Langhantel, vorgebeugtes Rudern, Bizeps Curls, Seitheben, viele Übungen, die ihr vielleicht sogar auch aus dem klassischen Bodybuilding eher kennen würdet. Aber trotzdem auch ist hier die Calisthenics-Komponente drin. Also ihr macht Klimmzüge, ihr macht Dips, ihr macht Liegestütze, ihr rudert. Diese Übungen werden euch hier erwarten. Wählt aus und schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher Trainingsplan euer aktueller Trainingsplan ist und auf welche Trainingspläne ihr noch freut. Das Ganze ist auch so angedacht, dass ihr vielleicht mal ein Jahr lang mit dem Ringtraining trainiert und dann nach einem Jahr sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf nur Ringtraining, ich würde auch mal gerne mal vielleicht mit der Langhantel rumexperimentieren. Dann passt euren Coach einfach an, klickt auf Calisthenics mit Gewichten, lasst euch erneut einstufen und genießt dann hier mal euren neuen Trainingsplan. Wir haben uns dafür entschieden, einfach um das Training frisch zu halten. Die Ringe-App gibt es jetzt schon seit 2 Jahren und es gibt einige von euch, die schon eisern seit 2 Jahren nur mit Ringen trainiert haben. Aber auch wir selbst mixen gerne mal unser Training auf, einfach dass es interessant bleibt. Von daher wählt hier aus, worauf ihr Bock habt. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt, Mobility-Training. Wir haben mit Moving Monkey, mit Leon von Moving Monkey zusammen einen Trainingsplan erstellt, der nur um Mobility geht. Ihr braucht hier für den Trainingsplan mit Mobility auch eine Kurzhantel und ich glaube, das war's. Auch eine Langhantel, aber die Langhantel braucht ihr erst viel, viel später. Von daher, der Mobility-Plan gehört, glaube ich, einfach bei jedem in den Wochenplan mit rein. Schreibt uns auch gerne mal hier in die Kommentare, ob der Mobility-Plan bei euch drin ist. Wenn ihr mehr über den Mobility-Plan erfahren wollt, dann klickt jetzt hier auf das Video links oben in der Ecke. Und das war's mit einer kleinen Erläuterung der ganzen Trainingspläne, die wir neu in die D-Ringe-App reingemacht haben. Wenn du die D-Ringe-App noch nicht hast, dann lade sie jetzt runter. Link findest du unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao.